So, sorry, und da sind wir auch schon. Die Stadt wird voll sein. Es ist Samstag, Einkaufszeit. Na? Handy am Ohr. So. Autos, die gibt's noch? Habe ich gar nicht mehr drauf geachtet. So, das ist Neustadt. Eine kleine Hafenstadt. Ich fahre da ja sowieso durch. Vielleicht halten wir auch nochmal unten am Hafen an, weil da wird gerade richtig gebaut, und zwar für die oberen 10.000. Die alten Getreidesilos, die da sind, die werden umgebaut in Wohnungen. Ja. Das ist der falsche. So, Lüftung auf. Ja, wie gesagt, für die oberen 10.000, ne? Da war mal ein Kiosk, gibt es den immer noch? Jo. In diese Bäckerei, wo wir jetzt drauf zufahren, da bin ich in jungen Jahren mit meiner... Das war die Simson. Oh. Das war die Simson, die war kurz nach der Wende. Da hatte ich mir ein paar Simsons gekauft für einen Appel und ein Ei. Und die Geschwindigkeit total überschätzt und fahre diese Kurve mit Vollgas runter und wäre, Alter, wenn die Bremsen nur ein Müh schlechter gewesen wären. Ja. Dann, aber auch wirklich dann, wäre ich in die Scheibe geknallt beim Bäcker. Damals war das noch, wie hieß denn, war das immer schon Sesselberg? So, wir fahren hier auch längs. Und hier links das weiße Gebäude, hier links da, da war früher mal eine Disco drin, die hieß Tappa Tappa. Da gab es dann Happy Hour von um 9 bis um 10. Zwei Getränke zu einem Preis. Und wir haben natürlich dann diese Tabletts bestellt, also wo dann halt ewig ganz, ganz viele Mixgetränke drauf waren. Und dann gab es statt einem Tablett, gab es dann zwei. So, wir kommen auf den Marktplatz. Diese Fischer, die hier auf dem Marktplatz stehen, tut mir leid, ja, die hätten hier oben nichts zu suchen gehabt, sondern direkt unten am Hafen. Und am Hafen, ich weiß nicht, ob sie da immer noch steht, stand so eine scheiß Kugel da, so eine Wasserkugel. Warum blinke ich denn? Das ist die Brückstraße. Die kann ich auch rollen lassen. Die ist dann weg. Ja, da wo das Eiscafé drin war, da war früher Kochlöffel drin. Und hier wo Bedi-Sport drin war, da habe ich, da gab es Keller, Fahrradkeller, genau. Da konnte man so Moped-Teile kaufen, Fahrräder natürlich. Und hier drinne war auch mal meine Lieblingskneipe. Und zwar war das der Kotten. Das war so Rockmusik und so, ne? Hier, wo Asia-Imbiss steht, da gab es mal eine Treppe nach unten. Nannte sich Rattenkeller. Also die andere Kneipe mit der Rockmusik war Ola Kotten. Da hat mein Onkel auch gearbeitet. Und das andere war Rattenkeller. Da haben sich so 100 Jahre Gefängnis dann immer getroffen. War immer ganz spaßig da unten. Ach ja, und die Getreide-AG, die ihr da hinten seht, die roten Türme, das wird umgebaut für die oberen 10.000. Ja, moin. Oh, ein bisschen Luft reinlassen hier. So, jetzt ziehe ich auch mal was. Die Ampel dauert ewig hier. Da hinten war die Glücksklee, da war mein Großvater Schlosser. Die Glücksklee war eine Fabrik. Wir fahren mal runter zum Hafen. So, Madame, was wird das da? Ach, ich habe was im Auge. Gute Idee, dass wir da runterfahren. Hier ist die Kugel.
von der ich erzählt habe. Hier waren wir mal angeln. Und die Glücksglieder wurden so Milchprodukte hergestellt, ja? Und ihr könnt euch ja noch daran erinnern, in dem letzten Video hatte ich ja den Hof gezeigt, wo mein Großvater Melker war. Ja? Und mein väterlicherseits. Und der Großvater meiner Mutter, also der Vater meiner Mutter, ja, also der Vater meines Vaters, mein Opa, der hat als Melker gearbeitet und der Vater meiner Mutter, der hat in der Glücksklee gearbeitet. Die haben Molkereiprodukte hergestellt. Und mein Großvater, väterlicherseits, der Melker, der hat kurz nach dem Krieg die Milch dann auch hier immer runtergebracht. Mit dem Pferdekarren noch. Ja. Also, das war schon geil. Und die kannten sich. Bloß halt meine Mutter nicht und mein Vater nicht. Die haben sich später, wenn man hier nachher geradeaus weiterfährt, am Strand getroffen, in der Strand. Irgend so ein Milchcafé war das damals. Tja. Hat sich viel verändert. Und hier früher deswegen Schienen, hier fuhren wirklich, also nicht Personenzüge, sondern Güterzüge. In unserer kleinen Hafenstadt. Da ist Klüvers Brauhaus, da war früher die Fischerei drinne. Und dann standen hier an der ganzen Reihe, da wo jetzt die ganzen komischen, ja, oberen 10.000 Schiffe stehen. Sag ich mal, da standen die Fischkutter. Hinten, dahinter um die Landzunge hier rum, links gleich, da war der Netzplatz von der Fischerei. So. Kann ich da durchfahren? Komm, no risk, no fun. Ambrosia, früher hieß das, das letzte italienische Restaurant war Dolce Vita. Ja. So sieht das hier aus. Ne? Und hier gab es dann auch Butterfahrten früher als Kind. Ja? Schade. Und das, wie gesagt, das wären Wohnungen. Ich weiß zwar nicht, wie sie das umsetzen wollen. Ich habe mir die Pläne auch nicht angeguckt. Interessiert mich ein Scheißdreck. Das ist, wie gesagt, nur für die oberen 10.000. Das ist auch der Bahnhof. Ja? Also, und da hinten ist der Pagodenspeicher. Der ist nach dem asiatischen Vorbild gebaut worden. Hier steht mein Camaro, den habe ich hier gestern stehen lassen. Ich hatte einfach keine Zeit mehr. Und da ist mein anderer Pickup. nee. Und diese Ab... Da, wo die Scheiben sind, ja, und da oben diese Fächer, das ist zum Kühlen gewesen. Das wurde aufgemacht und dann hat sich dieser Speicher selbst gekühlt. Ja, also nicht Kühlschrank, aber halt luftiger. Und das weiße Haus, was da drüben steht, was so in diesem alten Stil steht, links daneben, also zwischen Pagodenspeicher und diesem, ja, da hat der Kurator von dem Stadtmuseum, ja, hat da gewohnt mit seiner Frau und seinem Riesenhund. Und ich als Butcher, als kleiner Junge, bin da immer im Museum gewesen. Da brauchten wir als Kinder nichts bezahlen. Ich war da jeden Tag. Nach der Schule und alles, dann da mal hin, hier mal hin, da mal gucken. Also nicht, ne? Und das Haus, da hier vor dem Rücktor, das war mal ein Zollhäuschen früher, weil du musstest halt hier Zoll bezahlen, um über diese Brücke zu kommen. Da ist er. Oh, 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 oh. Ja, was gibt es noch Interessantes? Es gibt hier so viele interessante Ecken. Aber wir fahren jetzt erstmal weiter. Dann kommt der Notarzt. Oh, oh, oh. Und diese Kugel dreht sich eigentlich im Wasser. Hier ist unsere hiesige Polizeistation. Da geht's zum Gogenkrogplatz. Oh, Alter, was ist denn hier los heute? Ein RTW nach dem anderen.
Hammer. Mit Notarztbegleitung, also sie fahren in die Klinik. Ja, und weswegen ich hier nicht längs fahre, nachmittags zum Beispiel, weil das ist die Eutiner Straße hier. Die ist rappelvoll. Also wenn die ganzen Touris hier sind, dann ist hier dicht. Da sind wir doch nochmal glücklicherweise angehalten. Und der andere, na, Mercedes-Fahrer, ne? Was sollst du sagen? Was hab ich denn hier drauf? Alter, wo kommt der denn her? Ich hatte einen Grashüpfer auf dem Helm. Alter, die Ampel ist hier so unnötig wie sonst was. Hier ist nix. Meine Güte. Nissan, da steht er irgendwo da hinten. Mein Pickup. Irgendwann mal. Wenn ich alt bin. Wenn ich in Rente gehe. Nein. Nein, nein, nein. Es ist gut so, wie es ist. Hier war früher Trabak. Das war so VW-Händler, war das. VW. Volkswagen. Ja. Wenn ich aber für einen Golf mehr bezahlen muss, mit der gleichen Ausstattung, die ich in meinem Kombi als Hyundai habe. Schöner Volkswagen, ja. Die Zeiten sind vorbei. So, hier geht es dann auch nach Siehagen, das kennt ihr. Ja, was soll ich sagen? Da vorne geht es nach Sirksdorf, Hansapark. Ja, eine Runde Achterbahn fahren. Nee, habe ich keinen Bock drauf. Ich fahre nicht gerne Achterbahn. Ja. Tja. Oh, Temple of Love. Also nicht, ja, das Lied. Ihr hört das sicherlich nicht. Das war damals schlechthin. In den 90ern. Die Straße hier, ey, ist auch so eine Flickschusterei. Aber wenn du die Straße hier zumachst, um die halt mal zu reparieren, zu flicken und allen drum und dran, dann hast du hier das totale Verkehrschaos. Aber die muss irgendwann, das ist hier, seht ihr hier, hier geht das noch. Da hinten sind nachher Spuren ausgefahren, alter Falter, da musst du also mit dem Motorrad mittig fahren, ja sowieso, weil links und rechts ist die Straße so ausgefahren, das ist irre. Hier ist er schon einigermaßen beschissen. Oh. Ja, und wir haben Wind. Ich teste nämlich auch gerade was, was die Qualität des Sounds betrifft. Jetzt natürlich vielleicht ein bisschen schwieriger. So, ich habe Mutters gesagt, ich bin gegen 10 ungefähr da. Können wir den Garten wieder auf links drehen? Nee, diesmal ist ein bisschen mehr. Ich muss da noch ein bisschen was wegsägen. Ah. Ah. Naja, schauen wir mal. Aber wo es jetzt hingeht, das wisst ihr. Bis dahin, Walkout, wir sehen uns. Schönes Wochenende gewünscht.